Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte heute mit euch über ein Buch sprechen, das ich jetzt im Juli als allerletztes beendet habe. Und zwar wäre das Tavles erstmal verführt von S.C. Stephens oder S.C. Stephens, wie man es auch immer ausspricht. Ich weiß nicht, ob es eine Amerikanerin ist oder eine Deutsche. Ich gehe mal davon aus, dass sie Amerikanerin ist. Auf jeden Fall begleiten wir hier unsere Protagonistin in eine ganz neue Ära ihres Lebens. Sie zieht nämlich mit ihrem Freund zusammen nach, ich weiß gar nicht mehr genau wohin, Seattle, genau. Er bekommt dann nämlich ein neues Jobangebot in einer Firma und es gefällt ihm richtig gut, für diese Firma zu arbeiten, und er überredet sie, dass sie doch mit ihm kommen soll, dass sie ihn begleiten soll. Sie setzt dann Himmel und Menschen in Bewegung, um die Uni zu wechseln, und wird auch tatsächlich dort an der Uni dann angenommen. Und da er früher schon mal in Seattle zu tun hatte, kennt er dort auch jemanden, und zwar wäre das Kellen, sein früherer Kumpel, sein Kollege, und der bietet ihm an, dass die beiden doch in seinem Gästezimmer leben können. Danny muss dann super, super viel arbeiten und Kira ist, also so heißt die Protagonistin, Kira ist da auch ein bisschen angepisst und traurig. Dann muss Danny für eine längere Zeit auf Dienstreise gehen und irgendwie kommt sie Kellen dabei immer näher. Sie werden richtig gute Freunde, halten sich dann auch mal im Arm oder knuddeln sich, und er ist so ein bisschen der Beschützer für sie. Und eines Tages ruft dann Danny an und sagt, dass er ein neues Jobangebot in der Firma bekommen hat und dafür müsste er umziehen. Schon wieder. Dabei sind sie doch gerade erst nach Seattle gezogen. Und Kira ist so wütend auf ihn, dass sie sich von ihm trennt und sich dann Kellen nähert. Wie das Ganze dann weitergeht, müsst ihr natürlich selbst lesen. Aber ich möchte euch jetzt ein bisschen was zu meiner Meinung sagen, was ich von dem Buch halte. Und ich glaube, ich habe ihm 4 Sterne bei Goodreads gegeben, weil der Schreibstil einfach schön flüssig war und meiner Meinung nach hat die Autorin auch sehr gut die Spannung aufgebaut. Also ich habe wirklich von Anfang bis Ende mit Kira mitgelitten, mitgefiebert und habe immer drauf gehofft oder habe immer erwartungsvoll geschaut, was als nächstes passiert. Also es hat wirklich auch gar nicht so wenig Seiten. 633, also es kommt fast an meine Chroniken der Unterwelt ran. Es ist wirklich ein Schinken. Aber meiner Meinung nach lohnt es sich definitiv. Kira ist zwar manchmal auch ein bisschen anstrengend, weil mir dann durch den Kopf geht, ach Mädchen, lern doch mal, dich durchzusetzen. Entscheid dich doch mal, was du willst. Willst du Danny, willst du Kellen? Was ist bitte in deinem Kopf los? Warum dieses Gefühlswirrwarr? Meiner Meinung nach war es ein bisschen anstrengend, aber trotzdem fand ich die Protagonistin sehr, sehr, sehr positiv. Und auch Kellen, obwohl er manchmal so ein richtiges Arschloch war, hat mich direkt begeistert und in seinen Bann gezogen. Mit Danny allerdings bin ich nie so richtig warm geworden. Er ist halt so der Sunnyboy, Schwiegermutters Liebling, der nette, hübsche von nebenan. Aber irgendwie, weiß nicht, ich konnte mich nicht hineinversetzen, was sie genau an ihm findet, außer dass er super nett ist. Ich habe ja auch so den Hang, dass ein Mann zwar nett sein muss, aber auch ab und an einfach ein bisschen Arschloch. Das klingt vielleicht komisch und es ist wahrscheinlich auch das, was die ganzen netten Männer sagen. Frauen wollen Arschlöcher, aber nein, so ist das nicht. Wir wollen nette Männer, die einfach im richtigen Moment auf den Tisch schlagen können, doch mal arschig sein können. Aber genug davon, vielleicht noch ein paar Fakten zum Buch. Erschienen ist das Ganze im Goldmann Verlag. Es ist für 9,99 € erhältlich und der Reihenauftakt, ich kann euch jetzt nicht mehr genau sagen, wie viele Bände es gibt. Ich habe auf jeden Fall die ersten 3 zu Hause. Eine Zuschauerin hat mir gesagt, dass es da noch irgendwie einen Zwischenband gibt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich werde euch aber unten in der Infobox alles verlinken, was ich über die ganze Reihe finde. Ich habe auch schon mal in einem meiner, ich glaube, das war ein Reboy-Haul, ein bisschen mehr zu der ganzen Reihe erzählt. Wenn ich das Video gerade auf Anhieb finde, verlinke ich es euch natürlich oben auf dem i. Und dann würde ich sagen, war es das für heute.
eins möchte ich noch kurz erwähnen. Ihr habt wahrscheinlich gemerkt, dass aktuell oder beziehungsweise die letzten zwei Sonntage kein Sonntagsvideo gekommen ist. Das wird auch noch ein, zwei Wochen so weitergehen, dass wirklich nur ein Video die Woche kommt. Aber wie ihr wisst, bin ich ja momentan dabei, meinen Davanda-Shop zu Etsy umzuziehen. Und da das tolle Tool, das Davanda uns versprochen hat, bei mir leider nicht funktioniert, muss ich wirklich jeden Artikel händisch von Davanda nach Etsy schieben, beziehungsweise bei Etsy einfach neu anlegen. Und das ganze Chaos habe ich mir so ein bisschen zum Anlass genommen, auszusortieren und auch einfach mal von meinen Artikeln neue Fotos zu machen, einfach, dass mal ein gleicher Hintergrund dahinter ist, dass man auch einfach auf den ersten Blick erkennt, dass die Artikel alle aus dem gleichen Shop sind. Ich werde euch unten natürlich auch wieder die Shops verlinken, ich werde euch mein Goodreads-Profil verlinken, Facebook, Instagram, wie immer. Genau, das war dann alles, was ich heute noch loswerden wollte. Ich wünsche euch jetzt zumindest mal noch einen schönen Abend, macht's einfach gut. Ich werde mich jetzt mit Band 2 zurück auf die Couch verziehen, beziehungsweise ich bin ja hier auf der Couch, aber ich habe Band 2 schon bereit liegen. Das wird nämlich wahrscheinlich dann mein erstes Buch im August. Bis dahin sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal Tschüss. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche dann wieder ein. Und ich denke, ab Mitte August wird es auch wieder, wie gewohnt, 2 Videos pro Woche geben. Bis dann, macht's gut!